Hallo, grüße Sie, Paraguay Live, wie immer aus Paraguay, aber heute etwas kühl, kalt und etwas bedeckt. Aber trotzdem liebe Grüße aus Paraguay. Heute sprechen wir über Immobilienkauf. Warum? Ihr stellt immer wieder neue Fragen, vor allem also per Telefon bzw. per E-Mail und fragt uns, wer kann Immobilien kaufen und vor allem, wie kauft man Immobilien in Paraguay? Und diese Frage ganz bündig aus der Reihe Fragen und Antworten möchte ich euch persönlich beantworten. Also bleibt dran, okay? Also Immobilienkauf ist eine heikle Sache in Paraguay. Warum? Also man sollte schon auf gewisse Punkte aufpassen. Also meine Favoriten, sage ich mal, sind immer Grundstücke. Warum? Wir haben immer Grundstücke gekauft. Es gibt kaum Steuer. Punkt 1. Zweitens, die Grundstücke kann man kaufen und keine Kosten, also verursachen gar keine Kosten, also ganz geringe Steuerkosten, zumindest in Paraguay. Die dritte Sache ist immer sichere und langfristige Investition. Also Grundstücke ziehe ich immer vor und investiere in Grundstücke und habe in meinem Leben nie bereut, meine Entscheidung, Grundstücke zu erwerben. Die zweite Sache ist Apartments. Also kleinere Wohnungen sind jetzt ein Boom. Also es wird sehr, sehr viel gebaut in den letzten Jahren, vor allem in den Großstädten. Also dazu investieren lohnt sich auf jeden Fall in Apartments in guten Lagen natürlich. Ja, da zahlt man ungefähr heutzutage, sage ich mal, 1200 bis 1500 Euro pro Quadratmeter und ich bin absolut sicher, dass die Preise im Laufe der Jahre steigen werden. Also das ist auch eine sichere Investition, wobei da muss man natürlich schon aufpassen, dass natürlich auch relativ hohe Nebenkosten anfallen können. Ja, also ich spreche von diesen Apartments, die auch Sicherheit 24 Stunden haben, oben meistens auf dem Dach, Swimmingpool, auch Cafeterias, auch, sage ich mal, Fitnessräume und so weiter. Also da sind ganz moderne, sage ich mal, 6, 8 oder 12 Familienhäuser, die sich am besten verkaufen. Aber da, wie gesagt, sollte man schon das nötige Geld haben, natürlich, um die Nebenkosten, ständig wachsende Nebenkosten natürlich zu bezahlen. Und die dritte Investitionsmöglichkeit sind natürlich gebrauchte Immobilien. Meine persönliche Meinung, nein. Warum? Also vor allem in Paraguay ist es so, dass die Bauqualität also wirklich nicht gerade die beste ist, um ganz bescheiden zu sagen. Es lässt viel zu wünschen übrig. Und da liegt das Problem. Ihr könnt eine gebrauchte Immobilie erwerben und wisst nie, ob es Feuchtigkeitsprobleme gibt. Wie sieht die Bauqualität aus? Lohnt es sich zu investieren? Wie sehen die Häuser oder die Wohnungen in 2, 5 oder 10 Jahren? Also ich denke, meiner Meinung nach ist das keine gute Investition, wobei, wie gesagt, es hängt immer vom Fall zu Fall ab. Und jetzt kommt man natürlich zu den wichtigsten Sachen. Wie kauft man überhaupt die Immobilie? Bleibt dran! Also zu der Frage, die oft von euch gestellt wird, wer kann eine Immobilie in Paraguay kaufen? Also jeder, auch Ausländer selbstverständlich, die einen gültigen Pass haben, können eine Immobilie erwerben. Das ist schon mal wichtig. Die zweite Sache, wie kauft man eine Immobilie? Gut, also natürlich auch braucht man einen Notarkaufvertrag. Also man muss sich die Immobilie aussuchen, mit dem Verkäufer sich einig werden über den Preis, über den Verkaufspreis und logischerweise
Notarvertrag unterschreiben und Geld bezahlen. Da kommen die ganzen Umschreibungen dazu. Was aber wichtig ist, und ihr dürft das nie vergessen, also hier in Paraguay Notar und zum Beispiel in Deutschland, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich sage mal ganz einfach so, also die Notare hier zeigen nicht so viel Verantwortung und haben auch nicht so viel Verantwortung. Also glaubt mir, es ist wichtig, höhere Summen, also ich spreche höhere, sagen wir mal, um die 100.000 Euro zu investieren, da müsst ihr euch schon mal einen Berater finden. Wir stehen auch natürlich gerne zur Verfügung, nach Möglichkeiten, um euch dabei zu helfen. Ob es Grundstücke zu erwerben sind oder Apartments oder andere Immobilien, helfen wir euch gerne dabei. Natürlich, damit ihr keine Fehler macht, weil das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ja? Man setzt ungern, sage ich mal, 50 oder 100.000 Mark. 100.000 Mark waren es ja, 100.000 Euro in den Wald. Also das ist wichtig. Passt bitte auf, dass die Grundstücke auch Eigentumsnachweis haben und die Immobilienapartments müssen dementsprechend auch abgesichert sein und Titel haben. Und vergiss nicht, dass natürlich bei Apartments da schon höhere Nebenkosten anfallen. Aber meiner Ansicht nach sind das ganz gute Investitionsmöglichkeiten in Paraguay und ziemlich sicher. Ja, also wenn ihr das, sage ich mal, mit etwas Köpfchen macht, lässt sich nicht veräppeln, geht das Schritt für Schritt die ganze Kaufgeschichte durch. Es ist nicht viel anders als in Deutschland, nur man muss etwas mehr aufpassen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen kleinen beantworteten Fragen schon etwas helfen. Und wie gesagt, falls ihr weitere Fragen habt, bitte immer unten in den Kommentaren. Könnt mich auch gerne anschreiben oder auch anrufen, aber nutzt bitte mehr die Kommentare, damit auch die anderen was etwas von euren Fragen bzw. von meinen Antworten etwas mehr davon haben. Damit ich nicht jeden von euch extra persönlich anschreiben muss. Okay, also mach's gut in diesem Sinne. Immer die Daumen nach oben, falls es gefallen hat. Und wie gesagt, habt ihr mehrere Fragen bezüglich Immobilien? Ja, bezüglich Immobilien bitte immer unten aufschreiben. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. So sagt man das. Also in diesem Sinne. Likes, Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao. Heute ein bisschen bewölkt und etwas kälter. Aber Gott sei Dank, man muss auch nicht immer schwitzen. Okay, bis dann. Ciao, ciao.